Hallo, guten Morgen, meine Lieben. So, heute melde ich mich gleich ein bisschen später bei euch. Ich hatte heute Morgen Besuch, ne? Habe ich mich mal gefreut. Ich hatte gestern einen furchtbar stressigen Tag mit sehr schwierigem Umfeld. Ja, da war das mal schön, konnte man sich mal schön unterhalten, ne? So, draußen ist es schon wieder heiß, habe ich gemerkt, ne? Wir kriegen ja jetzt da die Gluthitze, ne? Aber wir gucken mal, ich will heute eine Legung machen fürs Wochenende. Ne? Wir haben ja heute Freitag. Wie könnte denn das Wochenende werden? Ne? Da habe ich die Point of View von der Nadine Breitenstein. Habe mal die Seelenbotschaft von der Marion Anders. Ne? Jo, und da habe ich noch die Tarot-Lenormand, die habe ich von der Angelina Schulze. So, da gucken wir mal, wie wird denn das Wochenende? Ne? Hoffentlich schöner wie die ganze Woche. Ne? Also wenn ihr ein liebevolles Umfeld habt, dann wird ihr euch wahrscheinlich freuen können. Wenn ihr ein toxisches Umfeld habt, dann sind die am Wochenende immer ganz besonders schlimm. Ne? Ja. So, da gucken wir mal. Im Namen Gottes. Was kommt denn so am Wochenende auf Seelenkollektiv zu? Oder auf dich mit dieser Legung? Hier läuft die Zeit für etwas ab. Ne? Ja, also für irgendetwas läuft die Zeit ab, ne? Da war auch genug Zeit da. Jo. Oder es ist etwas, vielleicht ist irgendetwas negativ und das Ganze geht schnell vorbei. Ne? Ja. Ja, die Zeit läuft ab für toxische Leute. Für Abhängigkeiten, Verlockungen, Leute, die wohl dich verraten haben, maßlos waren, wo du gegenüber ohnmächtig warst. Ne? Und was wollte ich jetzt sagen? Ja, wo du so vielleicht in einer Abhängigkeit warst, ne? Jo, die dürfte im Sommer ablaufen, ne? Ja, hier kommen aber auch Verlockungen auf dich zu, ne? Von jemandem, der wohl es nicht gut mit dir meint, ne? Aber dafür scheint irgendwie die Zeit abzulaufen. So, da gucken wir mal weiter. Wie könnte es denn weitergehen am Wochenende? Ja, ein Feind, also jemand, der wo. Ihr seht ja schon, wie böse der Teufel da guckt, ne? Also jemand, der wo euch nichts Gutes will, ne? Wie geht's denn weiter? Ja, hier wird ein Kapitel zugeschlagen, da kommt es zu einer Veränderung, ne? Ja, hier habe ich das Buch. Ein neues Kapitel fängt an, ne? Aber das Buch ist noch zu, da weißt du jetzt noch nicht, wie, ne? Ja, da kommst du zu Einsichten, ne? Jo, gucken wir mal weiter. Was ist denn noch wichtig für Seelenkollektiv? Am Wochenende. Kleinen Moment. Ich habe wie immer die Grippe. Ja. So, wie geht es denn weiter am Wochenende für Seelenkollektiv? Ja, hier ist jemand falsch dir gegenüber, ne? Stellt dir eine Falle, betrügt dich, ist unehrlich, stiehlt sich davon. Ja, du fühlst dich auch wie im Netz der Spinne gefangen. Spinnen haben ja Netze, ne? Da bist du mal reingeflogen, wurdest umwickelt, gebissen und vergiftet, ne? Das kann mit Worten oder mit Taten gewesen sein, ne? Also mit solchen Leuten hast du es zu tun. Die Spinne, die passt halt gut zum Teufel, ne? Ja. Jemand, der wohl nicht ehrlich ist, ne? Ja. Ja, aber da geht's raus, ne? Also du sollst in ein sicheres Fundament, wo du willkommen bist, vielleicht eine neue Wohnung, vielleicht ziehst du um, vielleicht ziehst du mit jemandem zusammen oder baust dir ein stabiles Fundament auf, ne? Auch zum Beispiel geldmäßig, ne? Findest deinen Platz im Leben, fühlst dich angekommen und am Ziel. Das könnte im Herbst der Fall sein, ne? Weil hier habe ich auch Herbstblätter, ne? Ja. So, da gucken wir mal weiter. Was könnte denn noch am Wochenende auf dich zukommen? Ja, vielleicht kriegst du ein Angebot, ne? Vielleicht kaufst du dir auch ein Haus oder eine Wohnung. Kann auch sein, ne? Im Namen Gottes. Ja, hier kommst du zu einem Neuanfang. Hier habe ich das Baby. Ne? Für etwas, was negativ ist, läuft die Zeit ab. Und für etwas, was positiv ist, aber wo du noch nicht genau weißt, wo noch in den. Im Anfangsstadium ist, ne? Ja, das fängt an, etwas Neues, ne?
Ja, kann sein, dass du durch diese negativen Sachen, die wo du da im Leben da mitgemacht hast, ne, durch Menschen, die wo dich nicht gut behandelt haben und so, bist du vielleicht krank geworden, seelisch, emotional, körperlich, ne, wurdest verletzt, ne, deine Gefühle, ne, oder Dinge, da fühlst du dich erschöpft, im Stillstand, hockst irgendwie so ein bisschen fest, ne, es kann sein, dass du tatsächlich krank bist und Medikamente musst holen, ne, ja, wartest ab. Und denkst um. Ja? Ja, am Wochenende hat man ja da gut Zeit dafür, ne? Im Namen Gottes. Haben ja die meisten, haben ja frei und arbeiten nicht, ne? Ja, vielleicht kurierst du dich mal aus, ne? Oh, hier sollst du aufpassen vor Verlust, Zerstörung, Enttäuschung. Hier bricht irgendwas zusammen. Hier sieht man einen Einbrecher, ne? Ja, Einbrecher, die wollen einem ja immer was abholen, ne? Da musst du aufpassen vor Verlusten, ne? Oder dass dir irgendjemand was kaputt macht, ne? Auf jeden Fall kommt es zu einer Enttäuschung. Enttäuschung bedeutet immer, du wurdest mal vor längerer Zeit getäuscht, ne? Und die Täuschung ist aufgeflogen. Und dann nennt man das Enttäuschung, ne? So, wie geht's denn weiter, liebe geistige Welt, am Wochenende? Oh, wir haben es wieder mit unseren negativen Leuten da zu tun. Ne? Ja, das wird beendet. Ne? Die Verluste, die wo du vielleicht erlitten hast, ne? Die ganzen Verletzungen, die wo du erlitten hast, vielleicht bist du krank geworden, diese ganzen Machtkämpfe, wo sich eventuell jemand mit dir abhält, der wo es nicht gut mit dir meint, das wird beendet. Ne? Innerlich kann es sein, dass du dich da sowieso schon verabschiedet hast, du lässt los. Ne? Und das Ganze, weil oben habe ich auch die Sanduhr, ja, da kommt es zu einer Trennung, ne? Ja, aber ich denke Trennung von Negativem, ne? So, und das führt dann in den Erfolg. Du öffnest dich für etwas Neues, ne? Setzt eventuell was in Gang, ergreifst die Initiative, bist da auch entschlossen und das ist auch sicher, ne? Also du gehst hier in deinen Erfolg, hier kommt was mit Sicherheit auf dich zu. Da wird etwas, was dir keine Erfüllung mehr bringt oder dich gar krank gemacht hat oder gar schlimm für dich war, das wird beendet und da gehst du in den Erfolg. Und das erscheint dir wie ein Geschenk. Ne? Es kann aber auch sein, dass du tatsächlich ein Geschenk kriegst. Ne? Hier habe ich die Krankheit, hier habe ich das Pflaster. Ne? Es kann sein, dass jemand auf dich zukommt, ne? Der wo dir helfen möchte zu heilen. Ne? Jemand, wo großzügig ist. Das könnte jemand aus der Vergangenheit sein, weil hier steht auch Versöhnung. Ne? Also jemand, der wo nicht toxisch war. Ne? Der wo dich, wo dir hilft, dich unterstützt. Ne? Jo. Im Namen Gottes, wie geht's denn weiter? Am Wochenende. Ja, kann sein, dass du auch am Wochenende auf der Nase liegst, kurierst mal deine Krankheiten aus. Ne? Ja, du gehst in die Erfüllung. Ne? Also du kriegst auf jeden Fall in deiner Situation, egal in welcher du jetzt steckst, ne, kriegst du Hilfe. Ne? So, du gehst durch diese Hilfe in die Erfüllung. Auf dich wird großes Glück zukommen, Freude, da wirst du dankbar sein, du kannst wieder was genießen. Ne? Ja, Erfüllung, das ist schön. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das direkt am Wochenende die Hilfe auf dich zukommt oder die Erfüllung, aber ich habe hier jetzt Wochenendlegung gemacht. Ne? Vielleicht zeigt sich da schon was in den Anfängen, ne? Ja, Erfüllung, Neuanfang, der wo Erfüllung bringt und großes Glück, ne? Hier habe ich wieder den Neuanfang, schon das zweite Mal, ne? Ja, hier kommt was Neues auf dich zu. Im Namen Gottes. Was ist denn noch am Wochenende? Ja, hier könnte ein neuer Mensch auf dich zukommen, ein neuer Partner. Eventuell gleich alt, vielleicht ist es aber auch ein Freund, aber auf jeden Fall jemand, der wo dir Freude bringt, weil der hat eine Rose, hat er da im Mund, ne? Jemand, der wo dich liebt, der wo dich vielleicht auch unterstützt und dir hilft, ne? Liebenswürdig ist, großzügig, Ja? Jemand, der wo Autorität hat. Eventuell Sternzeichen Löwe, muss aber nicht sein, kann auch ein anderes Sternzeichen sein, ne? Ja. Aber hier hast du auch jemanden um dich, der wo so Macht demonstriert, ne? Dich dominiert, ne? Ja, eine,
ja, wo es sich selbst als Autoritätsperson sieht. Ne? Vielleicht suchst du aber auch so jemanden auf, weil hier habe ich die Krankheit, Arzt, Anwalt, Makler, vielleicht dein Chef. Ne? Jo. Es geht aber auch darum, dass du wieder in deine Kraft kommst. Ne? So, jetzt höre ich mal mit den Karten auf. Mach ich mal die nächsten. Sieht doch schon mal gut aus. Neuanfang, ne? Ja, weg von allem, was sehr negativ ist, toxisch ist, ne? Also das deutet darauf hin, dass du ein toxisches Umfeld hast, ne? Egal, wo die jetzt hocken, auf der Arbeit, in der Familie, in der Partnerschaft oder in der Nachbarschaft. So, wie geht's denn weiter am Wochenende für Seelenkollektiv, liebe geistige Welt, im Namen Gottes? Ja, scheinbar hast du immer alles mitgemacht, ne? Hast dir alles gefallen lassen, um den lieben Frieden willen, ne? Hast du alles mitgemacht. Das sollst du verändern, ne? Und dann verändert sich auch deine Situation, ne? Sollst für dich selbst einstehen. Hier geht's auch um die Unendlichkeit, ne? Ja? Kann sein, dass du Unterstützung von der geistigen Welt kriegst, ne? Oh, der Glücksdrache, hm? Das große Glück liegt dir jetzt leicht und mühelos am Wochenende in den Schoß, ne? Es kommt zu einem Happy End. Also egal, wie schlimm jetzt alles liegt, dieser Neuanfang wird dir großes Glück bringen. Vielleicht ist der auch schon in Bewegung, weil der immer da liegt, ne? Manche sind ja auch schon im Neuanfang, ne? Und die, wo es noch nicht sind, das kommt dann auf die zu, ne? Ja. Du bist auch wahrscheinlich ein sehr liebenswürdiger Mensch, ne? Das ist ja aus der unendlichen Geschichte, ne? Fuchur, der Drache, ne? Da hat er ja mit Bastian das große Nichts bekämpft, ne? Und wenn du in einer toxischen Beziehung bist oder toxische Leute um dich rum hast, ja, da hast du nichts, ne? Ja, also da gehst du jetzt ins Glück. Geht's denn weiter am Wochenende, liebe geistige Welt? Ja, stürz dich in das neue Abenteuer mal rein, ne? Und dann lass du dich einfach treiben. Ja, kann sein, dass du durch toxisches Umfeld, toxische Leute, Krankheit, egal wie, Ängste bekommen hast. Panikstörung, Phobien, ne? Jo, also da sollst du deine Ängste überwinden. Aber ich denke, da kriegst du Hilfe dabei, ne? Dass du diese Ängste überwinden kannst. Da wirst du mutig, ne? Ja? Und Wasser steht für Erneuerung. Und dass etwas Neues, Schöneres auf dich zukommt. Ja. Ja, wahrscheinlich wirst du von diesen toxischen Leuten bekämpft, ne? Die suchen sich ja immer nur Leute aus, die wo ganz besonders sind. Sehr liebenswertig, ne? Sehr hilfsbereit, ne? Die wo so die Liebe so ausstrahlen, ne? So ein Lichter, ne? So, Leute, die wo sehen, ne? Also du siehst Dinge, die wo andere nicht sehen. Du siehst die Dinge hinter den Dingen, ne? Und diese ganzen Erkenntnisse, die wo du hast, ne? Deswegen bist du allen einen Schritt voraus, ne? So, aber achte auf den richtigen Zeitpunkt. Hier habe ich die Ampel, ne? Ja, das spürst du, ne? Hör auf deine Intuition, ne? Und wenn du Hilfe bekommst, du spürst das einfach, ne? Ja. Bei Rot geht man ja nicht über die Straße, ne? Ja, wie geht's denn weiter, liebe geistige Welt? Im Namen Gottes, am Wochenende. Oh, du findest deine Zwillingsseele. Ja, in meinen Augen sind das Seelenverwandte. Also jemand, der wo so ähnlich tickt wie du, wo du dich zu Hause fühlst, wo du dich geliebt fühlst, gesehen fühlst, beachtet fühlst. Jemand, der wo keine Macht über dich ausübt. Ne? Kann sein, dass du diesem jemand schon begegnet bist und dich fragst, könnte der Perfekte oder die Perfekte sein? Ja, ne? Hier liegt Liebe in der Luft. Sollte das noch nicht passiert sein, kommt dieser jemand, mit dem, wo du rundherum glücklich wirst, zufrieden bist, im Frieden bist und alles, ne? Wo deine Sehnsüchte gestillt sind, jemand, der wo dich wirklich sehr gut behandelt, im Gegensatz zu diesen toxischen Leuten, kommt auf dich zu, ne? Jo, kann sein, dass die äußeren Umstände im Insgesamten nicht so toll sind im Moment. Ne? Da sollst du dich nicht anstecken lassen. Ne? Bleibe sachlich, ruhig und besonnen und versuche Ruhe zu bewahren. Ne? Wenn du dich aufregst, das tut dir auch nicht gut. Ne? Im Namen Gottes.
Was ist denn noch am Wochenende wichtig? Oh, wir haben auch schöne, gute Karten, ne? Gott sei Dank. Ja, du fühlst dich wie im dunklen Keller. Eingesperrt, traurig, allein, ängstlich, traust dich keine Schritte zu gehen, ne? Ja? Fühlt sich nicht imstande, vielleicht weil du krank bist oder Ängste hast, ne? Aber um an deiner Stelle weiterzukommen in der Situation, wo du dich befindest, musst du deine Angst überwinden und da kriegst du Hilfe dabei, ne? Da kommt ja jetzt Glück auf dich zu, ne? Ja. Jetzt fragst du dich, warum immer ich, warum erlebe ich diese ganzen schlechten Dinge, warum kommen diese ganzen bösartigen Menschen auf mich zu, ne? Die Ursache deines Problems könnte weit zurück in deiner Ahnenreihe liegen, ne? Dass es denen vielleicht auch schon nicht besser gegangen ist, ne? Es kann sein, dass da ein Pakt oder Fluch mal über eine liebenswertige Familie da ausgesprochen wurde, ne? Und das soll gelöst werden, ne? Mhm. Ja, es würde vieles erklären, ne? Wenn man sich oft nicht erklären kann, warum passiert mir das immer, ne? Aber die Motte fliegt immer ins Licht, ne? Ja? Wahrscheinlich, weil du ein sehr liebevoller Mensch bist, ne? Jo, deine Situation, in der, wo du bist, wenn du dadurch vielleicht krank geworden bist oder Ängste bekommen hast, ne? Jo, da brauchst du mehrere Anläufe, ne? Kriegst du nicht in einem Sprint, ne? Ja gut, du machst halt Schritt für Schritt, ne? Ja. So, was haben wir denn da noch für am Wochenende? Im Namen Gottes. Deine Möglichkeiten, die werden dann unbegrenzt sein, ne? Ja, du kannst in viele mögliche Richtungen kannst du gehen, ne? Hörst du am besten auf dein Bauchgefühl, ne? Wo dich das hintreibt, ne? Du spürst das auch, wenn ein Mensch zum Beispiel auf dich zukommt, die... Wo ich ja da habe jetzt die Zwillingsseele. Man sagt Zwillingsseele, aber ich sage immer, das sind Leute, die sind seelenverwandt mit dir. Ne? Ja. Mit denen gehst du vielleicht, da kriegst du Möglichkeiten, ne? Muss natürlich auch Ja sagen, ne? Ja, und bei irgendeiner Situation kann es sein, dass du schnell handeln musst. Dass du Schadensbegrenzung betreibst. Ne? Ja. Der Waldbrand. Ja, das kann auch eine Streitigkeit oder irgendetwas sein oder ja, dass du guckst, dass du bei irgendetwas schnell handelst, dass der Schaden nicht noch größer wird, ne? Das kann natürlich auch irgendein Schaden an irgendetwas in deiner Wohnung sein oder so, ne? Und mal gucken wir weiter. Was könnte denn noch am Wochenende auf dich zukommen? Im Namen Gottes. Oder was könnte wichtig sein? Neue Verbindungen. Ja, die kommen ja jetzt auch auf dich zu, ne? Du sollst aber auch selbst ein bisschen danach gucken, ne? Finde Menschen, die ein ähnliches Ziel wie du verfolgen. Und dann baust du neue Kontakte auf, ne? Also Leute, die wo mit dir in dieselbe Richtung blicken. Und nicht der eine blickt rechts, der andere links. Das lässt dich, da kannst du ja niemals mit solchen Leuten einen Weg gehen, ne? Ja. Ja, dann kann es sein, dass dir eventuell heute jemand auf die Füße tritt oder am Wochenende, ne? Ja, das nehmen wir manchmal persönlich, besonders wenn wir schon Verletzungen durch toxische Leute oder so erlitten haben, ne? Aber manchmal ist das gar nicht so gemeint, ne? Bleib da gelassen, ne? Es kann auch sein, dass du durch ein schlechtes Leben oder schlechte Menschen, ja, oder weil du nie Glück im Leben hattest oder in einer schlechten Situation bist, hast du dein Vertrauen verloren, ne? Dass noch irgendwas besser werden kann, ne? Da sagt dir diese Karte, ein Licht leuchtet am Ende des Tunnels, ne? Und da sollst du die Augen auf das Licht richten, ins Vertrauen gehen. Alles wird gut, ne? Egal, wie schlecht es im Moment ist, ne? Das Schicksal greift ja jetzt ein. Geht's denn weiter am Wochenende? Ja, überwinden sollst du dich. Hier habe ich eine Brücke, ne? Ich habe übrigens Schiss vor Brücken, ne? Auch mit dem Auto drüber zu fahren und so, ne? Da sollst du dich überwinden, ne? Du sollst Brücken bauen zu Menschen, die dir auch was bedeuten, ne? Ja? Also keine Angst vor Ablehnung haben, ne? Sonst könnte vielleicht eine Freundschaft verloren gehen, ne? Hm.
Jo, das passt mal wieder, ne? Du hast dich wahrscheinlich gefragt, warum habe ich so viele Stolpersteine im Leben, ne? Lichtvolle Wege, auch wenn dein Weg über viele Stolpersteine führt, du wirst in eine neue Leichtigkeit gehen, ne? Glück und Liebe sind dein Lohn und da wird Gott dafür sorgen, ne? So, jetzt lasse ich die mal liegen, zeige ich erstmal die Würfel. Was könnte denn noch wichtig sein am Wochenende? Und wieder liegen unsere toxischen Leute da. Ja. Hier geht es um deine Eigenständigkeit. Vielleicht kämpfst du dafür, dass du wieder eigenständig und selbstständig wirst, ne? Durch Krankheit sind wir ja oft auf Hilfe von anderen Menschen angewiesen, ne? So, und du möchtest aber wieder ins Leben finden und kämpfst dafür. So, das Schwert Excalibur kämpft für die Liebe und für die Gerechtigkeit. Es kann sein, dass du starke Hilfe dabei kriegst, ne? Oder dir suchst, ne? Und das Ganze führt dich in die Fülle. Eventuell auch finanziell, ne? Vielleicht machst du dich auch selbstständig, ne? Und verdienst damit Geld. Kann auch sein. Wie geht das denn weiter am Wochenende, liebe geistige Welt, im Namen Gottes? Ja, die geistige Welt, die möchte dich dabei unterstützen, in deine Freiheit zu kommen, ne? Hier habe ich den Wal. Der Wal, der zieht ja durch alle Ozeane, ne? So, und die geistige Welt wird dir Botschaften schicken, wie du es schaffen kannst, in deine Freiheit zu schwimmen. Eventuell schubsen dir auch deine Seelenverwandte, Seelenfamilie, Seelenverwandte, verwandte Freunde, seelenverwandte Partner, ne? Schubsen die in deine Richtung, ne? Und dann kannst du mit denen in die Freiheit schwimmen, ne? Weg von diesen Vergiftungen, ne? Wo dir diese toxischen Leute da, die haben dir irgendwann mal, genauso wie die Hexe da in Schneewittchen, das war ja die böse Königin, die wohl sich verwandelt hat, die hat Schneewittchen ihre Gutmütigkeit ausgenutzt, ne? Die war ja bei den sieben Zwergen und da hat die einen wunderschönen roten Apfel, ne? Hat die vergiftet und hat den Schneewittchen halt eben angedreht, ne? Und weil der Apfel so schön ausgesehen hat, so ist sie oft in toxischen Beziehungen, die sind ja am Anfang schön, ne? Hat so reingebissen, aber Schneewittchen ist umgefallen, ne? Ja? Und beinahe gestorben, ne? Wenn der Prinz nicht gekommen wäre. So. Und da wirst du auch drauf hingewiesen von der geistigen Welt. Wer es gut mit dir meint und wer nicht. So, wie geht's denn weiter am Wochenende? So, da waren viele Streitigkeiten in der Vergangenheit und eventuell am Wochenende dauernd Gewitter, ne? So, das hat dich sehr erschöpft, müde gemacht, krank gemacht, ne? Ja, das sollst du ausruhen. Du bist müde. Müde vielleicht auch von einem sehr anstrengenden Leben. Müde und ohnmächtig, weil toxische Leute auf dir rumgetrampelt haben, ne? Ja, da kannst du nur noch kleine Schritte gehen, ne? Hier habe ich die Pyramide. Das ist ja so in Stufen gebaut, ne? Also du gehst Schritt für Schritt, gehst du deinen Weg. Nehmen wir mal die nächsten. Was kommt denn noch am Wochenende, liebe geistige Welt? Im Namen Gottes. Oh, wieder habe ich den Schlüssel, ne? Also du wirst mal hoch hinauskommen, ne? Du bist jetzt im Moment erschöpft durch die ganzen Streitigkeiten, das hat dich alles so müde gemacht, ne? Diesen ganzen Zankereien, dem wo du vielleicht ausgesetzt warst oder Schuldzuweisungen, ne? Ja, aber du gehst hoch hinaus, ne? Du möchtest auch hoch hinaus, ne? Ja. So, und das kommt auch mit Sicherheit, ne? Du wirst dich für das Neue öffnen, du gehst in deinen Erfolg. Du findest den Schlüssel zu deinem Käfig. Diese toxischen Leute, die sperren einen ja auch oft ein. Ne? Im schlimmsten Fall ist man abhängig, auf die dann noch angewiesen, weil man krank auf der Nase liegt. Ne? Ja, da findest du den Schlüssel zu deinem Käfig. Ne? Ja? Und gehst in dein Glück. Hier habe ich den Skarabäus, den ägyptischen Glückskäfer. Ne? Also ich denke, dass die geistige Welt und jetzt das Schicksal und alles dafür sorgen wird, ne, dass endlich mal Licht in dein Leben kommt und Glück. Ne? Und das ist schon mal gut. So, jetzt hole ich mal noch einmal diese Karten. Können dann noch am Wochenende so wichtig für dich sein. Harmonie in deinem Zuhause. Ja, lichtvolle Menschen, liebevolle Menschen. Ne, das sind immer Pazifisten, die wollen Frieden. Ne?
Ja, du möchtest Harmonie in deinem Zuhause, ne? Das ist oft nicht möglich, wenn du toxische Leute um dich hast, weil die ja permanent im Kriegszustand leben, ne? Aber versuch mal, wenn du vielleicht bist du ja auch Single, verschönere mal dein Zuhause, gestalte mal irgendwas neu, tu vielleicht räuchern, ne? Ja? Dann sorgst du für Harmonie in deinem Umfeld und wenn du dich in deinem Zuhause wohlfühlst, dann fühlst du dich auch selbst wohl. Ne? Es könnte sich auch am Wochenende um finanzielle Themen drehen. Ne? Jo, kann sein, dass du wenig Geld hast im Moment. Ne? Achte auf deine Finanzen. Sei vorbereitet, wenn Unerwartetes auf dich zukommt. Das bedeutet, dass du vielleicht sollst ein bisschen was auf die Seite legen. Ne? Bisschen sparen. Unverhofft kommt oft. Wir wollen aber jetzt nicht hoffen, dass die Spülmaschine oder der Herd oder irgendwas kaputt geht, ne? Aber kann ja nichts schaden. Da hast du immer ein bisschen Sicherheit, wenn du ein bisschen was auf die Seite sparst, ne? Ja, lebe deine Träume. Beginne auch mal wieder zu träumen. Wenn du viel mit toxischem Umfeld zu tun hattest, ne? Ja, da geht viel in dir kaputt, ne? Du hattest mal vor längerer Zeit, hattest du mal Träume, Hoffnungen, ne? Und das sollst du wieder hervorholen, ne? Und versuche auch deine Träume wahrzumachen, ne? Ja, hier kommt die Liebe auf dich zu. Oh, die Liebe wartet auf dich. Habe ich jetzt auch schon 3 oder 4 Mal, ne? Ja, der passende Partner. Schwäne suchen sich ihren Partner nur einmal im Leben aus und bleiben dem treu. Ne? Ja, und Pinguine, die machen das auch so. Ne? Schau genau hin, wenn jemand auf dich zukommt. Ne? Erkenne die Liebe in deinem Leben und die liebevollen Menschen. Ne? Aber pass ein bisschen auf vor negativen Leuten. Ne? Sei wachsam. Nicht jeder meint es gut mit dir. Das spürst du auch schon. Ne? Wenn sie dir irgendetwas Gutes tun wollen, dann tut's gut. Wenn dir jemand Schlechtes tut, dann fühlst du dich schlecht. Ne? Sei auf der Hut, ne? Hier sind Dinge, die wo der sind Menschen, die wo dir nicht gut wollen, ne? Gehe die Dinge auch nicht so emotional an. Schalt immer den Kopf dabei ein, ne? Handle klug und diplomatisch. So, jetzt hole ich mal noch einmal diese Karten. Was könnte denn noch am Wochenende wichtig sein, liebe geistige Welt? Ja, deine Seele. Kann sein, dass deine Seele krank geworden ist, auch durch toxische Leute, ne? Ja, durch Leute, die wo dich vielleicht mit Worten, Taten vergiftet haben, ne? Achte auf deine Seele, ne? Ja, vielleicht passiert auch etwas, was gut für deine Seele ist, gut für deine Gefühle, der Mond, ne? Ja, vielleicht kriegst du Komplimente, jemand hat Gefühle für dich offenbart, die, ne? Hier könnte sich auch was vertiefen, Und achte auf deine Seele, wenn du sensibel bist, ne? Lass dich nicht verletzen, ne? Ja, hier kommt was für die Seele und zwar eine tolle Veränderung, ne? Ein Wandel. Du hast dich auch selbst verändert, ne? Du weißt jetzt, was dir gut tut, was dir nicht gut tut, ne? Ja, hier kommt etwas überraschend, kommt es zu einer schicksalshaften Veränderung, wo du auch selbst eine andere Perspektive einnimmst, eventuell über schicksalshafte Menschen, ne? Schicksalshafte Gegebenheiten, ja? Schmetterlinge, die kommen ja auch aus der geistigen Welt, ne? Wie wird man ein Schmetterling, fragte sie, ne? Du musst so sehr fliegen wollen, dass du bereit bist, deine Existenz als Raupe aufzugeben. Die Raupe stirbt ja, ne? Und aus der Raupe wird der Schmetterling geboren, ne? Ja, also hast du ein Leben geführt, wahrscheinlich unter toxischen Leuten, weil die jetzt schon doppelt und dreifach schon wieder da liegen, ne? Ja, wo du eingeengt warst, wo du nicht fliegen konntest, ne? So, und da kriegst du jetzt Möglichkeiten. So, und mit dieser Karte höre ich auch auf, ne? Habe ich lang genug geredet. Jo, im Allgemeinen geht es darum, dass du in eine leuchtende, hoffnungsvolle Zukunft gehst, ne? Hier kommt eine Veränderung auf dich zu, die wo dich in ein strahlendes Leben führt. Schütz dich vor negativen Leuten, die wo dich mit Worten oder Taten oder nur mit ihrer Anwesenheit, ne? Verletzen, ne? Zieh dich vor denen zurück, ne? Und ruh dich auch ein bisschen aus, falls du krank geworden bist, ne? Hier habe ich nochmal die Schildkröte, ne? Ich habe, liebe übrigens, die Farbe Orange. Die Farbe Orange steht für Harmonie, ne?
Ja, du möchtest Harmonie mit deiner Familie, ne? Und du schwimmst in ein neues Leben, wo du diese Harmonie auch kriegst, ne? Dafür wird etwas sehr Negatives beendet, da läuft jetzt die Zeit ab, ne? Wir leben ja auch in der Offenbarung, ne? Alles, was zueinander gehört, wird zusammenfinden. Und was nicht mehr zueinander gehört oder was dir sogar extrem schadet, ne? Jo, das kommt halt eben weg. Da wird sich davon getrennt. Nach und nach. Jo, also wir haben auch schöne Karten, ne? So, und ich wünsche, dass ganz vielen Leuten, ne, diese positiven Karten, die wohl da liegen, dass das dazu trifft, ne? Lass dich überraschen. Schnell kann es geschehen, dass die Träume und Wünsche in Erfüllung gehen. Und du hast das auch verdient, ne? Ja, und die geistige Welt und deine Ahnen, die werden dir dabei helfen. Die möchten ja haben, dass du glücklich bist. So, das wär's dann mal von mir. Freue ich mich wie immer über ein Like, einen Kommentar, wenn du meinen Kanal abonnierst, ist ja kostenlos. Glocke aktivieren, ne, damit du die Videos angezeigt bekommst. Das Ganze vielleicht ein bisschen teilst, ne? Jo, und einen Kommentar schreibst. Ich freue mich immer so über eure lieben Kommentare. Ihr seid immer so lieb zu mir, ne? Jo. Also da gucke ich auch immer und ich lese die alle und beantworte auch. Ne? So, dann wünsche ich euch mal alles Gute und dass viel, 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 viel Glück auf euch zukommt. Ne? Besonders wenn ihr es schwer im Leben hattet. Ne? Verursacht durch toxische Menschen. Ne? Ja, und aus einem Spinnennetz. Ich habe früher immer als Kind gerne die Biene Maya geguckt. Ne? Da war ja diese Thekla, das war ja auch eine Spinne. Und wenn dann einer von den Freunden da bei Thekla ins Netz geflogen ist, ne, dann haben die anderen dann versucht, die rauszuholen. Ne? Ja, also hier kommt Hilfe auf dich zu. Und diese Hilfe ist wie ein Geschenk, ne? Wie ein Pflaster auf das verletzte Herz geklebt. Ne? So, das war's dann mal von mir. Dann danke ich euch mal wieder fürs Zuhören. Morgen gucke ich, dass ich euch die Wochenlegung zur Verfügung stelle. Jo. Gut, dann hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr ein schönes Wochenende habt, ne? Tschüss!